Du siehst immer hervorragend aus. Mhm. Ist eigentlich die Linse sauber? Bist du hier... so mit? Hä? Das musst du rausschneiden. Was? Meine Haare, aber ich sehe mich ja selber, guck mal hier. Alter, geil, oder? Was ein hübscher Mann. Guck mal, wir haben, also übernimm mal, Digga, du kannst das ja besser als. Genau. Für alle, die sich wundern, dass Carsten gerade eine peeft, das liegt nur daran, dass er heute sein, wie nennt man das? Liquid. Genau. Hat er vergessen. Wir schneiden gerade wirklich wie die Weltmeister ein. Wir haben uns versucht, jetzt unseren Foodmeister-Arbeitsplatz relativ schön zu gestalten. Ich finde es eigentlich, also das ist Carstens Reich, war. Hier geht nicht eigentlich alles nichts an. Nicht nur eigentlich, es ist auch so, war. Hm. Ich kann nur ich bin derjenige, der sagt, ja oder nee. Und wenn man von hier guckt, wir haben jetzt mit Linde, war, coole Typen. Coole Typen. Wir laden jetzt mal heute drauf, da können wir so in Ruhe runterrollen. Aber das ist heute nicht Hauptthema. Und zwar Hauptthema ist, ich habe für einen Golfplatz in Halle, oh, die Sonne ist aber echt gut, wa? Ich habe für den Golfplatz in Halle, habe ich einen Auftrag. Und dort geht es darum, ich muss quasi ganz viele verschiedene Skulpturen für die in Adventure Park schnitzen. Ja, gespannt ganz schön, wa? Hoffen machen. Sieht's nicht so. Hoffentlich kriege ich den blauen Augen, wenn der unter die Ich hole jetzt mal den großen Stamm rein, den wir brauchen. Er liegt draußen. Dann stellen wir den hin, dann trenne ich den auf mit einer riesengroßen, nicht mit der ganz großen Säge. Und dann machen wir einen Zeitraffer, wie quasi der Anker entsteht. Weil Carsten muss ja auch arbeiten und alle anderen sind auch eingespannt. Gesundheit. Und das ist halt unser täglich Leben. Oh. Hast du dich langsam hier eingelebt? Hier? Schon lange, schon erst da. Wo? Ja. Ist entspannter als ein Tor. Heimat. Es ist ja, Carsten kommt ja aus der Nähe und wir haben ja auch Platz. Wow. Ein bisschen regnet es raus, aber jetzt. Es regnet noch ein bisschen rein, da oben irgendwo, aber das können wir gerade nicht ändern, weil es ist halt noch kalt. Wenn es kalt ist, kann man halt nicht schweißen. Und ich muss auch ein Hoch die Dachdeckerkunst. Ne? Mhm. Es gibt gewisse Berufe nicht ohne Grund. Und da oben sind ganz viele Belüftungen. Was ist denn da noch alles? Da sind viele Sachen drin. Hm. Und das können wir nicht selber. Ich würde jetzt den Stab reinholen, dann stellen wir den mal dort auf den Boden. Das heißt nicht selber. Aber wir könnten es wahrscheinlich Zeit, auch. Nicht in aber, der Zeit wie aber ein Dachdecker macht das erstens schneller. Zweitens habe ich eine Gewährleistung. Genau. Und drittens kann ich hier weiter für euch Arbeit machen, tun. Und ihr wollt nicht gucken, wie wir da oben 2 Wochen Dach schweißen. Ich hole mal den Stamm rein. Hm. Und dann müssen wir den mal hinstellen. Und dann ist ja eigentlich, da kann ich dann mit dem Zeitraffer so langsam beginnen. Hm. Ich kann die Kamera dann ein paar Mal auf unterschiedliche Stationen stellen. Die kannst du da hinstellen? Ich hoffe, das ist nur so, dass man mich beim Popeln nicht sieht, weil mit Eiche und so ist immer relativ viel, weißt du? Ja, ich mach mal unser schönes Tor. Ich liebe unser Tor. Die gewöhnen sich da dran. Was, ans Popeln? Hm. Guck mal, wir gehen sogar mal raus, was vorher nicht möglich war. Jetzt rausschießen ein bisschen. Das ist ja nicht schlimm, aber guck mal, und genau dieser ganze Berg, so ein kleines bisschen Holz haben wir ja da liegen, der muss halt noch verarbeitet werden. So, da sind wir wieder. Linde hebt übrigens 3 Tonnen. Bist du zu weit geworden? So. Jetzt ganz da. Stört dich der Riss da drin in der Mitte? Nee, beim Schnitzen? Welcher Riss? Riss? Da am Holz? Weiß ich noch nicht. Weißt du nicht? Ich trenne den ja eh mal durch. Ach weil so. Das wird quasi Anker und Leuchtturm. Alle? Das gab wer. Wird das eine Bank oder was? Nee. Eine ganz normale Skulptur, da kannst du dann rundherum spielen in Halle. Sehr! Ja. Ist das ein Minigolfplatz oder was? Ja, aber Adventure Golf. Mhm. Wir kriegen dann eine Freikarte, habe ich gehört. Nur eine? Nein, fürs Wochenende. So? Das muss unten stehen. Dann würde ich jetzt den hochnehmen, wenn wir den hier ranpimmeln. Willst du da nicht einen geraden Schnitt machen, was bei hier? Das ist doch oben. Ach so, das ist oben. Das ist oben okay. Und das hier ist unten. Das ist unten? Ja. Okay. Warte mal, ich überlege gerade. Das ist ja ein Anker, wir brauchen hier unten mehr Volumen. Also ist vielleicht das unten da auch doch besser. Mhm.
Los, Juli, ich hab dich, Digga. Los. Was willst du jetzt machen? Jetzt willst du ihn ablegen und dann... ablegen? Dann liegen eigentlich... Dann Off-Trend. Beim Off-Trend mache ich dann aber schon Zeitraffer. Weil das nämlich echt lange ist. Ja. Wenn ich das wieder hab, dann kann ich ausfallen. Ich würde jetzt hier seitlich mal ranorgeln und du hängst hier mal ein oder versuchst du das? Häng mal ein, ja. Häng mal ein. Oh, ist der dreckig. Nee, das ist nass. So wie du erst am Abend, als wir kurz vor der Badewanne waren. Das stimmt nicht so ganz. Ich will mal doppelt legen. Ja. Ach, warte. Warte. Oh, jetzt wackelt es mal ein bisschen. Ja, das ist ja auch ein bisschen vor einer Kamera. Ja, ja. Hey, kannst du den anderen nachlaufen? Bitte. Du musst schön da durchgucken durchs Loch. Hä? Du musst schön durchs Loch gucken. So. Probier mal dein Glück. Wo soll das hin? Nirgendwo. Du hin in deine Ecke oder was? Sonst kriegt er wieder noch Deckel. Das stimmt doch, Ding. Ob das so gut ist wie die Zinken, ist noch eine zweite Frage, aber gut. Hä? Das doppelt legen. Ist das das Reis? Ich hab mir Angst um die Gabel. Weil die sich ja so zusammendrücken. Das habe ich vorher auch nicht gesehen, aber reicht das. Gibt's hier keine? Aber aus dem Linde wird er schon aushalten. Na. Wenn ich den jetzt ablege, liegt er auch oder so wieder. Nee, pass auf, wenn wir dann zurückfahren, müsste sich doch theoretisch den Punkt drehen, wenn ich den dann. Aha. Na gut. Ja, das ist. Nee. Nee. Ja, warte. Oh, oh, ich wollte schon. Mach mal ab, Digga! So! Jetzt fahren wir langsam vor! Du müsstest vielleicht ein bisschen nur straff halten, damit das. Ja, Mann! Warte mal! Jetzt muss ich euch mal kurz zur Seite stellen, das geht ja so nicht. Kleine Stücke Holz aufzustellen, wa? Wir reden hier circa von 8 cm Durchmesser und circa von 2 Meter Länge. Also wiegt auch 2 Euro Kilo empfehlenswert. Warum? Ja, weil die ist ja auch bloß eine Versorgungsschicht des Holzes quasi. Das, also die ist ja irgendwann mal auch weggefault. Ansonsten fault ja bei der Eiche nur Schwick. Aber der Splint ist, der muss halt weg.
Wenn man das so sieht, haben wir beide dieselbe Figur. Mhm. Hm? Du bist der Stamm ist ein bisschen dünner. Halt doch die Fresse. Ich hole jetzt für Carsten noch ein bisschen Holz und schaffe das andere noch weg, wa? Und dann sehen wir uns dann gleich weiter. So, so zwei Tage später, weil ich hatte keine, einen Tag später, ich hatte keine Zeit, bin ein bisschen verschnupft, ein bisschen verrotzt und ein bisschen bleh. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz was. Es ist auch eine lange Werkstatt, da müssen wir mal laufen. Und zwar, passt auf, wir haben ja gesagt, wir nehmen euch ja hier mit, wa? Kundenprojekt, Golfplatz. Und ich habe das Ding jetzt komplett entrindet, entsplintet. Und jetzt baue ich das noch auf. Ich habe hier schon angefangen reinzusägen. Seht ihr das? Hier ist quasi die Rückwand. Hier kommt ein Fischstück und hier kommt der Anker hin. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Vollgas geben mit der Säge. Dann gucke ich mal, wie es am dümmsten passt. Also ihr seht ja, jetzt haben wir mal Anker groß rausgebeugt. Da wird noch natürlich neue Schlüppen gemacht, getan. Jetzt kommt hier hinten in diese ganze Stelle kommt natürlich jetzt noch Dreck passiert halt immer rum. Hier hinten kommt jetzt noch eine Felswand rein, da unten kommt noch Fels dran. Aber ich würde jetzt nicht den Zeitraffer die Zeit laufen, das wird halt immer langweilig. Hier hinten kommt auf Felswand, aber ihr seht ja selbst, was da für Dreck entsteht, ist schon echt heftig. Ja, Carsten, sein Arbeitsplatz sind auch langsam vorn und gestaltet an. Ja. Und meiner sieht schon wieder, naja, sagen wir mal nicht so aus wie in der alten Werkstatt.
Ich gelobe Besserung und werde Ordnung halten. Aber ich zeige euch dann das Endergebnis und ja. Also ihr seht ja selber, so ein Teil braucht halt auch eine Weile. Braucht ein paar Stunden so ein Ding. Ja. Und das ist so groß wie ich. Also das, ich weiß nicht, ob man auf dem Bild so rüberkommt. Aber das ist natürlich auch eine ganz schöne Hausnummer, der Kollege. Und damit ich jetzt noch mal ein bisschen Vollgas geben kann und konzentriert sein kann, lege ich euch mal beiseite. Bis dann. Action, das hat er gesagt. Ja. So, also ich habe jetzt alles fertig. Also zumindest in der Skulptur. Jetzt habe ich noch einen Tau. Kannst du flechten? Wir könnten es probieren, ja. Wir könnten es probieren. Mhm. Ich sehe, also wenn ich das sehe in dem Bild, das sehe ich ja aus wie eine Schippe Mist heute. Aber ich habe geschnitzt, das ist normal. Wieso willst du flechten? Naja, weil damit das Tau ein bisschen stärker ist, wegen dem Anker. Das Ding ist fast so groß wie ich. Ja? Und Digga, sag du doch mal was. Wie findest du es? Ich habe ja schon lange nicht so große Skulpturen gesehen, weil ich auch schon lange, machen wir uns nicht vor, nicht wirklich in der Verfassung war, kann man das so sagen? Mhm. Also die Stimmung war nicht Stimmung die beste. Nicht, du hast schon früh um 7 angefangen zu saufen. Nee. Ja, wie willst du es auch nicht machen? Für alle Friseurmeister da draußen, ich würde sowieso gerne mal so einen Flechtkurs besuchen. Ich habe da Bedarf. Wieso soll ich dir die Haare flechten? Naja, so lang wie meine sind, ja. Du, ich habe Miguel schon Bescheid gesagt aus Lönneberg. Ja, und was sagt sie? Naja, welche Farbe ich denn haben wollen würde. Oh. Na, ich habe doch Farbe. Also, das stimmt, ich mach sehr grau. Ich mache wieder Farbe, pass mal auf. Ich mache wieder Farbe, weil... Na, willst du da hingehen? Das hat mit Flechten überhaupt nichts zu tun, was du hier machst. Oh, da fährt ein Auto vorbei. Das Eindrehen ist doch auch ganz sympathisch, oder? Mhm, ist klar. Aber warte mal, das ist ja nur lang genug, oder? Hm? Unser Kabel hier. Wenn wir sagen, wir lassen das eh nur so lang, wie es ist, und machen daraus drei, ja, dann das sollte doch funktionieren, kannst oder? Du flechten, ja. Aber so lang möchte es schon sein, oder? Was wir hier flechten. Hm? Ey, wenn das scheiße ist, oder? Ihr seid jetzt bei meinem ersten Flechten. Ja, geh doch da in die Mitte. Nee, eben nicht. Ich brauche ja drei Teile, drei gleiche, wenn es geht. Also. Hm, na dann. Bist du sicher, dass das jetzt gleich ist, wenn du jetzt zwei nimmst? Warte. Das vorher messen soll. Na, schneid das mal durch. Jetzt trödelt das ja oft dann. Ne, pass auf. Jetzt haben wir das hier. Hm. Hm? Wie lang ist denn das? Das sind 2 Meter. Ungefähr. Hm? Ja. Mensch, man muss ja auch mal probieren. Ah, wir sind aber auch Vollidioten. Halt! Wir nehmen euch jetzt mit, ist mir egal. Warte doch. Ich finde das auch, ihr seht es ja selbst, ich habe das jetzt nicht bewusst nicht so arschgeleck glatt gemacht. Warum nicht? Weil ich das nicht bin. Ach so. Na, was? Ach so. Naja, es gibt ja Künstler, die das wirklich bis aufs letzte Haar schleifen. Aber das bin doch nicht ich. Wir haben doch gesagt, wir machen nur noch das, was uns gefällt. Da werde ich jetzt nicht anfangen, würde was anderes zu machen. Nö. Ob das jetzt die Endlösung ist mit dem Kabelbinder, das weiß ich noch nicht. Aber erstmal um es zu flechten. Das vertuschen wir noch. Hm? Das vertuschen wir noch. Das kann man gut verstecken, ja. Ich gucke da. So, wa? Jetzt werden zwar alle wieder deine Hände mal kurz zusammenschlagen, aber gut. Und jetzt? Na richtig, weiter, da so rum. Das den so rum, ne? Dann den so rum. Genau, der in der Mitte bleibt eigentlich. In dem tust du eigentlich immer wickeln. Den in der Mitte hattest. Dann haben wir. Welcher war denn das? Ja, weiß ich nicht. Nee, eben nicht. Das ist ja irgendwann ist der andere in der Mitte. Gucke. Naja. Wie nennt man das? Fischgräte ist oder was anderes. Ey. Das siehst du. Geht doch mit dir. Geht doch, wenn ich ein bisschen Mühe gibst, Locke. Dass meine Frau sieht, ist sie auch stolz auf mich. Jetzt glaub, kann ich das dann in Zukunft machen bei uns? Ich dachte, ich komme später ab nach Haar geflochten. Wenn du Farbe willst, das muss ich ja bei dir immer machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr unser neues Videoformat so annehmt. Und dass ihr uns da auch so geil unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir jetzt aber, müssen wir aber hier auch. Irgendwie so ein
So Knoten reinkriegen, oder? Mhm, so ein Pressling. Was ist denn für ein Pressling? Hier, kommst du getroffen, dann so eine Alu-Dings. So eine Alu-Manschette? Mhm. Hat aber keiner. Wollen wir Knoten reinmachen? Mhm. Na los, mach ihn rein. Hast du das auch schon mal versucht zu knoten? Nee. Da geht's eh, Mann. Ich durfte die Schiffe nur bremsen. Ja, warum? Mit Langstock. Aber ich war schon mal in Hamburg in einem Hotelzimmer und habe dort auf Dings stattgeguckt. Also oben im 24. Stock oder sowas. Da war schon mal in der Elbphilharmonie. Echt? Mhm. Aber da war die noch nie fertig. Da war sie gerade am Anfang. Ach so. Du erstaunst mich auch jeden Tag aufs Neue. Mhm. Ich ziehe, wie soll ich das machen? Naja, komm, du kannst das doch. Ich kann nicht anfassen, ich muss Kamera halten. Ich weiß nicht, was du willst. Au! Zieh mal! Warte, warte, warte. Vielleicht müssen wir. Oh, kennst du das, wenn da so ein Ding so ein Tau durchrutscht? Ey, vielleicht können wir es erstmal so lassen. Naja. Das Schöne ist eigentlich ganz niedrig. Jo. Vorsichtiger, stürze nicht. So. Also wenn immer wieder, wenn jemand mal wieder Schalungsbretter braucht, unbesäumt 30er, kann sich melden. Haben wir jetzt ein bisschen was da, ein bisschen. Ja, Digga, ansonsten, guck mal her, ich mach noch mal ein paar Detailaufnahmen. Willst du noch was sagen? Nö. Nee? Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Carsten, du hast das letzte Wort! Drin jauen, schönes Wochenende. Also, falls es dir oder dich gehört habt, drin jauen, schönes Wochenende. Jetzt kannst du es ja nochmal wiederholen, vielleicht besser. Drin jauen und schönes Wochenende, gesagt. Tschüss. Mann.